zeigen dir heute das Fagott. Das ist das Fagott, wie man es ganz normal im klassischen Orchester spielt. Oder im Blasorchester oder als Trio, wie du gerade vorher gehört hast. Das passt wunderbar zusammen. Im Fagott ist ganz speziell, dass man sehr tief abspielen kann. Man kann ja auch sehr hoch aufspielen. Wenn du aber noch etwas zu klein bist zum Fagott spielen in dieser Größe, dann haben wir auch kleinere Instrumente. Für Kinder ab 6-7 Jahren gibt es Oktav- und Quintfagott. Das ist das Baby der Fagott. Und zwar ist das ein Oktavfagottino, das für kleine Hände gemacht ist und für kleine Kinder. Wir spielen das mit einem Schilfröhrli, genau wie die anderen Fagott auch. Und da steckt man so drauf. Und dann braucht es eigentlich nur für die drei Löcher drei Finger, die man drauf tun kann. Und dann kann man schon ein paar Töne spielen. Das ist jetzt das mittlere von diesen Fagott. Und das nennt sich Quintfagott und hat schon viel mehr Klappen dran. Da glitzert auch noch so schön. Wir brauchen aber immer noch den gleichen Griff, das gleiche Röhrli und müssen gar nichts neu lernen. Da sind die drei Finger und das tönt schon viel tiefer als das Oktavfagott. Instrument spielt man so zwischen 7 und 11 Jahren, wenn man genug grosse Finger hat. Man muss das Instrument immer putzen, wenn man es gespielt hat. Ich zeige jetzt gerade, wie das geht. Wenn du das Fagott oder mich noch besser kennenlernen willst, komm doch einfach mal vorbei zu einer Schnupperstunde. Tschüss!